So, guten Abend, willkommen zum Geschwätzblitz heute auf Allerheiligen Feiertag. Das ist doch mal was, ne? Für mich war es zwar kein freier Tag, aber trotzdem ein Feiertag. So, dann hauen wir mal rein. Ich muss erstmal hier wieder diese Partien Claudia abbrechen. So, guten Abend, willkommen zum Geschwätz. Regelmäßig falsch, aber naja. So, wen haben wir denn hier alles am Start? Haben mich ein paar neue Herausforderer hier. Collateral Triple 07. Warum eigentlich nicht? Das wirkt ein bisschen langsam hier alles. So. Wer ist denn alles im Chat? Ja, so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Irgendwie gefällt mir das nicht, wie ich jetzt hier mein Brett habe, so, falls ich das jetzt irgendwie... Na, okay, nichts kaputt gegangen. Habe gerade es ein bisschen hier geändert, hier mein Brettaufbau. So, ich habe hier Springer F3, G3 mal wieder gespielt, das Doppel Fianchetto oder Fianchetto, wie wohl richtig ist, aber im Ruhrpott ist Fianchetto etwas unüblich. So, okay, mit C4 knabbern wir den Darmflügel mal an. Und auch mit... Aha, jetzt nimmt er den weg. Interessant. Ja, also beides sieht eigentlich vernünftig aus, ehrlich gesagt. Auch Springer nimmt, hat was für sich, aber ich nehme mal mit dem Bauern. Kontrolliert irgendwie doch ein paar mehr Felder. So, oder? Können auch nach C2 gehen, aber das sieht dann ein bisschen... So Züge mag ich irgendwie nicht, ja? Was macht die Notebook-Suche? Giovannes fragt das. Ja, ja, eine never-ending Story sozusagen. Ja, ich hoffe, ich bekomme morgen mein Notebook geliefert. Ich habe mich dann... letzten Endes doch noch für was entschieden. Ich hoffe, das kommt morgen. Aha. So, er hat jetzt hier D5 gespielt. Ja, interessant wäre jetzt hier einfach C5 zu spielen. Ich mach's mal. Das nimmt eine Menge Raum. Greift eine Menge Raum ab. Ja, Schwarz möchte hier sicherlich E5 machen. Ich frage mich, ich mache das mal. Hier mit H3, sodass er keinen Springer G4 hat. Das sollte das etwas erschweren. Eine Idee, die hier immer in der Luft liegt, ist Turm B1 und dann möglicherweise Turm nach B6. Aha, okay. Was will er denn machen hier? E5? Ne, ich mache jetzt mal, ich mache selbst E4, ja. Wenn er da jetzt... What the heck? Ne, den nehme ich. Komm, das kannst du jetzt nicht... Das ist jetzt nicht möglich, oder? Das glaube ich nicht. Ja, ich habe ein Lenovo ThinkPad bestellt, tatsächlich. Und ich hoffe, das kommt morgen auch an und funktioniert dann auch. So, okay. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Er hat die Figur hier reingehauen auf G3. So wirklich glauben kann ich das ja nicht, ne? Mal hier E5 weiter Raum gewinnen. Und schauen, was er jetzt macht. Der Bauer limitiert halt auch den Springer sehr. Der kann jetzt nicht nach F6 gehen zum Beispiel. Also das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht beim Spielen irgendwie einschlafe. Ich habe schon viel Zeit hier verbraucht für eigentlich ziemlich wenig Erkenntnisgewinn. Jo, einen Abend auch an den Drunken Lawyer und an den Blinden. Blinder oder könnte auch Blinder natürlich sein, wer weiß das schon. Die deutsche Mannschaft sollte verloren bei der EM. Ich habe es nicht wirklich verfolgt. Ich habe heute im Wesentlichen jetzt gearbeitet, unterrichtet. Was ist denn das? Er möchte Läufer F5 spielen. Ne? Okay. Aber das ist trotzdem eine ganze Figur. So. Turm F2 muss ich spielen. Denke ich. Tja, Springer F1, ne, ist der Zug, der gleich ihm die Luft da so ein bisschen rauslässt. Denke ich doch. Ich habe auch schon 2 Figuren mehr. Das ist schon eine Menge Holz. Ja, Fidelief guckt hier nochmal richtig rein, aber so wirklich was geht hier nicht. Ja, ein paar Neulinge auch hier. Werner Laute, der auch genauso heißt. Scheint so. Manchmal sind die Namen einfach so, wie sie da stehen. Keine besonderen Spitzfindigkeiten. So, wie machen wir das jetzt hier? Er möchte hier das Zeug wegschlagen. Ich kann natürlich hier auch erstmal den C5 decken. So, und jetzt Springer F1. Wir wollen doch jetzt mal die Dame da irgendwie loswerden. Ja? Die nervt doch arg rum. So, Springer H2 stellt aber leider den Läufer ein. Das ist natürlich ungünstig. Aber wie kriegen wir denn jetzt, kriege ich das irgendwie jetzt hier hin? Ja? Springer E3, ja, bringt auch nicht so viel. Na, dann decke ich das mal einfach. Oh, jetzt kann der Läufer G2 spielen. Das war natürlich schusselig von mir. Okay, ich habe Springer H2. Habe ich eigentlich vorher auch nicht gesehen. Ich habe den Zug hier. Ist auch nötig. Tja, jetzt gewinne ich den G2. Ja, die schwarze Dame ist jetzt nicht unbedingt super aufgestellter. Hier habe ich auch Turm G4 und kann dann hier den Damentausch, denke ich, erzwingen. Hätte ich die Dame auch gewinnen können, vielleicht, aber naja, ich habe mittlerweile 2 Figuren mehr. Ich sehe jetzt außer Dame F5 ehrlich gesagt keinen anderen Zug. Der Kaffeeliebhaber sagt, er hat es endlich mal zu einem Geschwätzblitz geschafft. Ja, wunderbar. Einen Kaffee hätte ich mir auch machen können. Hatte ich auch erst überlegt, aber ich hatte heute schon 2 richtig große. Und habe gedacht, Gott, na, dann kannst du am Ende gar nicht mehr schlafen. So, also E6, greife G7 an. Oh, er nimmt das mich hier schlagen. Na gut. Und jetzt haben wir hier nicht irgendwas Nettes irgendwie mit dem E-Bauern? Schauen wir mal. Okay. Springer F5 und dann Turm G8. Ja, das sieht gut aus. Jo, danke für die Partie. Fidelief oder Fidelief. Fidelief könnte das auch heißen. Ja, war Schwierigkeiten, das vernünftig zu lesen. So. Haben wir denn hier auch noch ein paar Kollegen, gegen die ich noch nicht gespielt habe? Bru habe ich schon gegen gespielt. Wir hatten doch den einen oder anderen Neuen jetzt hier am Start. Ansnah, Andreas Schnabel. Okay. So, Ansnah, dann hau mal rein. Okay, ich mache mal E6. Und spiele mal eine holländische Partie. Mache ich normalerweise nicht, aber führt oft doch zu interessanten Stellungen. Goblin sagt, japanischer Grüntee Kuchia extra. Okay, wäre gut. Grüner Tee. Ja. Also nichts, was mich jetzt uneingeschränkt begeistert, aber ist schon in Ordnung. So, das ist ein schöner Aufbau hier, der sieht sehr flexibel aus. Ich kontrolliere sehr gut die Felder E4 und D5 und Weiß liegt langfristig immer ein Stück weit hier mit diesen beiden Doppelbauern hinten. Ich versuche jetzt gleich Dame E8 und gut, eine interessante Frage ist immer, möchte man hier Springer E4 in so einer Stellung vorbereiten oder Läufer E4? Ja? Der Läufer steht nämlich oft auch ziemlich gut auf E4. Ja, okay, also den Zug hier, der passt ohnehin hier rein. Ich könnte auch einfach E5 spielen, einfach Bauern nach E5. So, Moment, nehme ich mal so. Er möchte ja alles tauschen, damit habe ich ja natürlich eigentlich keinen großen Stress. Ja, momentan läuft die offene Bayerische Meisterschaft. Ja, wird gerade diskutiert, ja, Melanie Lube hat 4 aus 5, ja, das ist gut, ne? Allerdings ist es bei dem Turnier, finde ich persönlich, recht schwierig, irgendwelche Normen zu erzielen. Ich glaube, wobei Melanie braucht, glaube ich, hat sie die Norm und braucht die Elo-Zahl, ne? Das ist, glaube ich, ne? Also im Prinzip für den EM-Titel, da ist es im Prinzip ja, naja, nicht egal, wie gut die Gegner sind, ja? Aber zumindest kann man Elo immer gewinnen. Bei Normen macht es einem manchmal schlichtweg die Auslosung kaputt. Ich habe bei der Bayerischen Meisterschaft 2014 eigentlich ein sehr gutes Turnier gehabt und ich bin einfach gar nicht auslosungstechnisch in Großmeisternorm-Nähe gekommen. Die haben mich praktisch in Runde 4, 5 haben die mich kaputt gelost. Da war nichts mehr möglich. Auch so extrem schwer, aber das Turnier ist einfach für Großmeisternormen fast zu groß. Ja? Also du bekommst so viele nominell schwache Gegner, dass du das kaum schaffen kannst. Natürlich geht das, das haben schon Leute natürlich geschafft, aber da musst du schon, also wirklich super stark spielen. Es gibt sicherlich bessere Turniere für Großmeisternorm. Die IM-Norm geht natürlich immer, aber Großmeisternorm ist sehr schwierig. So, mal gucken, ob er jetzt F4 nimmt. Sollte er wahrscheinlich, ansonsten hat das hier alles auch nicht viel gebracht. Und wollte ich Springer E4 ziehen. Also ich denke, ich stehe immer noch gut. Ich habe allerdings den Mehrbauern dann hier mit GF sozusagen zurückgegeben. Aha. Okay, den nehme ich weg. So. H6, ja, das schwächt doch arg, ne? Springer E3 will er vielleicht spielen, ne? Das könnte sein. Vielleicht mal so. Greift G5 an, greift F2 an. Und ich habe die Idee C4 und Springer E5. Ja, man muss von Anfang an gewinnen bei dem Turnier, das stimmt natürlich. Allerdings, ja, es ist schwierig. Also ich hatte 2014 3 aus 3, dann Remis gegen 2670, wo ich auch doch ziemlich zufrieden war, so alles in allem. Und dann hat man mir irgendwie wieder einen schwachen Gegner zugelost und Den habe ich auch gewonnen, hatte ich 4 aus 5 und trotzdem war die Lage so, danach musste ich fast schon gewinnen gegen 2-6, um nicht wieder einen Huhn zugelost zu bekommen, um alles zu kaputt zu machen. Du kriegst aber die Stilträger gar nicht zusammen. Ne? Die losen dir so viele 2-2er und andere relativ schwache Spieler zu. Ich finde es total schwierig, da eine Norm zu machen. Also... So, okay. Ansnah gibt auf. Ich glaube, die Eröffnung, die ist ein bisschen zu anspruchslos. Ich würde hier, glaube ich, auch hier vielleicht Dame C2 oder so, oder Läufer D2, Dame B3, solche Züge, um den Doppelbauern zu vermeiden. Der ist, glaube ich, schon hier doch recht schwach. Oder zumindest ist der ist nicht als solches schwach, aber der macht wirklich Probleme. So rum sollte man es vielleicht sagen. Great Blunder. Chess, Thor, Kasparov-Fan. Ja, ne, so langsam hat man gegen fast jeden mal gespielt. Schrummel, da behaupte ich doch einmal schon. Okay. Rocco, nee. Dann machen wir Rocco. Zack. Aber Rocco macht nichts. Das ist das Problem. So, na gut, ich spiele Läufer B5 Schach. Ich glaube, die 2-8 habe ich beim letzten Mal dann in der englischen Show dann nochmal genommen. Danach habe ich nicht mehr gespielt. So, hier spiele ich C3 auf Springer D7. Das ist nicht der schärfste Zug. Der interessanteste Zug ist eigentlich D4, aber der ist recht aufwendig zu lernen. Und ich bin ehrlich, ja, mit dem C3 hier, mit diesem Aufbau, da schaffe ich es, mich vernünftig hinzustellen, ohne dass ich jetzt hier alles Mögliche auswendig wissen muss. Man tut einfach so, als wäre es Spanisch. Das klappt für gewöhnlich ganz gut. So, ich weiß nicht, ob das hier ein guter Aufbau ist, ehrlich gesagt, für Schwarz. Das bezweifle ich ehrlich gesagt, dass das gut ist. So, wie machen wir das jetzt hier? Springer A3 vielleicht. Schon gar nicht mehr so ganz einfach hier. Er muss B5 irgendwie schon, ja, er muss es irgendwie beachten. Ja, im Moment hing der noch nicht, ne? Weil nach AB habe ich mich selbst gefesselt hier. Ne? Aber das kommt schon gleich. Ja, jetzt zum Beispiel. Weil jetzt hängt die Tante ja auf C7 mit Schach. So, das ist jetzt hier die simple Lösung und dann zurück C4 wieder angreifen. Ja, das macht einen guten Eindruck. C4 hängt da einfach und... Oh, er gibt mir den nehme ich. Ich nehme die Bauern alle weg, da kenne ich nichts. Insbesondere wenn da so schön zentral stehende sind. Dann nehme ich die gerne. Oh, der geht jetzt mal schnell nach G3 rüber und schubst die schwarze Dame wieder weg. Ja, im Chat wird irgendwie über Craft Beer diskutiert. Kenne mich auch nicht aus, muss ich sagen. Also ich bin auch nur ein sporadischer Biertrinker, aber wenn, dann kann man mich meistens mit was Tschechischem kriegen. Apropos kriegen, wo kriegt denn die schwarze Dame jetzt noch ein Feld? Da muss sie wohl wieder ganz zurück, ne? D7 oder C8. Ja, gut, hier gab es mehrere Möglichkeiten. Halloween, wie habe ich Halloween verbracht? Ja, normalerweise würde ich das verbringen wie jeden anderen Tag. Ich bin da nicht so besonders involviert mit dieser Geschichte. Aber gestern war ich auf einer Geburtstagsfeier, das war auch sehr nett. Die war aber nicht Halloween thematisch, sondern normal. Beides. Nee, die Frage bei dem tschechischen Bier war Staropramen oder Pilsner Urquell, beides, ja. Normal Pilsner Urquell, aber Staropramen ist auch gut. Frage ist, soll man bei so einer Schachshow Bier für alkoholische Getränke, Werbung für alkoholische Getränke machen? Wahrscheinlich eigentlich eher nicht, ne? Aber ich sag mal so, wenn man schon Bier trinkt, dann wenigstens ein gutes. So, was passiert hier? Er will mich auf G2 matt setzen, so viel ist mal klar. Graf von Palen will wissen, was machen meine Schiedsrichterambitionen, ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass ich mich da so schnell einteilen lasse als Schiedsrichter. Ich könnte das ja jetzt, habe ja den Schein gemacht. Aber ich habe das hauptsächlich gemacht, damit ich selber die Regeln besser verstehe, wenn ich bei Jugendturnieren Betreuer bin. Das war so meine Hauptidee damit, diesen Schiedsrichterschein zu machen. Vielleicht pfeife ich auch wirklich mal einen Kampf, aber das ist jetzt nicht so der Hauptpunkt. So, was passiert hier? Na, die Dame will den Turm schlagen. Das muss ich verhindern. So, okay. Irgendwie, also hier sind einige Fesselungen jetzt hier am Start. Ich hebe die mal auf, mit Schach wohlgemerkt. Ich muss gucken, ne? Der Läufer ist auf der Dame hier drauf. Der Läufer ist auf der Dame drauf, hört sich irgendwie politisch auch ziemlich inkorrekt an, aber gut, wir wissen ja, worum es geht. So. So, er hat sich jetzt doch arg geschwächt. Ja, ich möchte gleich einfach F4 ziehen. Wenn ich dazu komme, er hat sehr, sehr viel Zeit hier reingesteckt. Das wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hier irgendwie mit der Zeit bei ihm nicht hinhauen. So, die G5 Dame deckt jetzt auf G2, also da droht erstmal nichts. Schach, wohlgemerkt. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Das kann man jetzt recht gemütlich machen. Er wird es halt ohnehin auf Zeit verlieren. So. Jo, danke für die Partie, Rocco. Gut, wenn er aus Frankreich ist, wäre es auf Französisch besser, aber ich bin wirklich da vollkommen unfähig. Ich habe keine Ahnung von der französischen Sprache. Von der Öffnung auch nicht so toll, aber... So, okay, Rossinchen ist hier am Start. Zum Kandidatenturnier als Schiedsrichter, das ist eine super Idee, aber ich glaube, da muss man zumindest International Arbiter sein, ja, meine ich. Ich glaube, International Arbiter heißt es. So, hier eine interessante Eröffnung gegen Rossinchen, wo ich hier schnell D5, B5 spiele und verhindere einfach mal C4, ne? Da weiß, dass er irgendwie verweigert hat, verhindere ich es einfach. Ja, interessante Stellung. Hier sollte Schwarz eigentlich keine besonderen Schwierigkeiten haben. So, ich packe mal den Läufer nach A6. Das ist eine interessante Stelle. Vielleicht gar nicht so gut, jetzt wo ich mir das nochmal anschaue. Aber okay, schlimm wird es nicht sein. Blinder sagt Big Vlad im Kandidatenturnier. Weil das ist eine Frage, was ich davon halte. So. Ja, ist auf jeden Fall eine plausible Wildcard. Also nicht irgendwas Absurdes, wo man sich denkt, mein Gott, warum spielt der denn jetzt mit? Ne? Finde ich okay soweit. Ich kenne jetzt die Hintergründe nicht. Offenbar scheint dann der Sponsor irgendwie aus Russland zu kommen, den da das Kandidatenturnier hat. Gehe ich zumindest mal von aus. Und dann ist Kramnik sicherlich eine recht logische Wahl. Er ist immer noch die russische Nummer 1 und tja, dann sollte er auch spielen. Also beziehungsweise, gut, man könnte jetzt über Kajakin diskutieren, aber der ist ja sowieso dabei. Ne? Vielleicht ist Kajakin die russische Nummer 1, ich weiß nicht genau. So, so. So, kenne ich Jürgen Goldenbog? Ja, klar, kenne ich. Der hat schon öfter mal Kämpfe geschiezt, bei denen ich mitgespielt habe. So, Admiral Wurst. Zugwiederholung in Zeitnot. Bei Zeitnot muss man nicht mehr mitschreiben, aber Reklamation ist der Zug zu notieren. Welche Regel steht über welcher? Das ist nicht so klar, weil du musst auch in Zeitnot unter Umständen notieren, ne? Wenn du jetzt Inkrementzeiten hast. Ne? So, wo bin ich jetzt hier? Turm B8. Kommt Läufer F4, ne? Das ist ein bisschen nervig. Läufer D6 wäre hier ein Zug. Aber dann kommt Turm B1. Ich mache es aber trotzdem. So. Ich habe hier die etwas bessere Struktur. Ja, sieht eigentlich ganz angenehm aus. Ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt Turm B8 halt. Vielleicht nimmt er dann, spielt Springer C6, ja, so ganz blöd. Also, nicht blöd. Das ist gut, ja, vielleicht, aber so ganz simpel, sagen wir. Aha, okay. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Okay, vielleicht kann ich auch einfach das spielen hier. Und mir die Läufer holen. Ich hole mir mal das Läuferpaar. Ich glaube, das muss er jetzt fast abgeben, ja. Läufer E1 sieht doch zu arm aus. Ja, also hat er jetzt hier genommen. Ja, der Drunken Lawyer fragt hier, wenn ich mehr oder weniger das letzte Mal eine Nacht durchgefeiert habe. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen was her. Ich glaube, unterschätze nicht das Alter, ja. Ja, ich fühle mich zwar noch nicht so richtig total alt, aber es ist schon was anderes, wenn man jetzt Anfang 20 ist oder so auf Mitte 40 zugeht. Da überlegst du dir das, ne, ob du das machst. So, also als ich noch nicht gearbeitet habe, so mit Anfang 20 oder so, da kam das auch öfter mal vor. So, okay. Das sieht jetzt aus wie eine richtig gute Stellung. F4, naja, F4 ist sogar möglich eventuell, um den Springer noch weiter zurückzudrängen. Generell aber fehlen, ja, jetzt kann ich natürlich wirklich F4 ziehen. Na, ich mache das auch. Vielleicht ist es zu früh, aber ich möchte ja... einigermaßen, müssen wir hier Druck machen. So, das ist natürlich doof, wenn ich jetzt hier nehme. Ich kann nehmen E3, ja, und ihm die Bauernstellung komplett zerschießen. Naja, okay, komplett zerschießen ist ein bisschen übertrieben, aber das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Vielleicht zieht er auch... Ne, hat er nicht gemacht. Den Läufer zurück, wollte ich sagen. So, jetzt greife ich mal den G3 an und jetzt dachte ich Turm C5. War so mein Plan. Läufer B4 kommt Turm B5. So, jetzt ich muss auf jeden Fall hier den A7 halten. So, also der E3 ist doch mal, das ist doch mal was, was als Läufer wirklich gut aussieht hier. Läufer E1. Das ist ein nicht sehr aktiv ausschauender Zug, aber vielleicht doch ein starker Zug. Wie komme ich hier weiter? Ich sehe im Moment nicht, wie ich da weiterkomme. Ich versuche mal mit Turm B1. Und dann das. Ich könnte, wenn ich den Bauern nach G4 stelle, vielleicht kann ich da was machen. Aber bringt eigentlich auch nicht viel, ne? Ja, matt setzt man hier nicht. Irgendwie nicht. Nee, bringt auch nichts. Wie blöd. Wahrscheinlich spiele ich das blöd, ne? Wahrscheinlich spiele ich das einfach nur blöd. Ich habe hier keine Gewinnchance und versuche ja eher, mich zu schwächen als alles andere. Ja, der Zug ist natürlich möglich. So, jetzt da ist Schach dann, ne? Ja, ich habe hier irgendwas versucht, aber nicht wirklich was erreicht. Ja. Jetzt habe ich sogar einen weniger, ja. Das habe ich blöd gespielt. Ja, ich gewinne ja auf Zeit. Oh. Wahrscheinlich. Ja, sogar sicher. Ja, ist immer so die Frage, ne? Soll man da jetzt irgendwie Remis anbieten? Aber ich finde, weil das Remis anbieten sollte dann der wirklich weniger Zeit hat, wenigstens. So, dann gucken wir weiter. Er war gut verteidigt hier von Rossinchen. Ich glaube, zwischendurch war da bestimmt mehr drin. Der King Murderer. Ich habe ja gegen ganz viele hier schon gespielt. Ja, Big Boy, Great Blunder. Stell den Wecker auf 5:30. Das ist doch mal ein guter Name. Aber leider kein Premium. Obwohl der Name hätte es fast verdient, ja, dass man da mal gegen spielt. Der ist nämlich wirklich ein cooler Name. So, okay, Thomas 1980. Da hauen wir mal E4 raus. Und bekommen einen Sizi. Läufer B5, fast öfters gut. Nicht gegen E6 bitte, aber sonst guter Zug. So, das sieht gut aus für Weiß. Ich habe jetzt nämlich ein starkes Zentrum und ja, irgendwie weiß man nicht, was da die Kompensation bei Schwarz ist. So, ich hätte auch den Aktiver hinstellen können, ehrlich gesagt, den Läufer. Naja, okay. Meine Idee ist hier D5 im nächsten. Und hier den Springer mal nerven. Springer B4 ist hier wahrscheinlich fragwürdig, weil er hat dann kein Feld mehr. Ich spiele zwar dann Springer C3 und so, gut. Dann entwickeln wir mal weiter. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, ja. Jetzt bei näherer Betrachtung, dieses Springer B5 könnte nervend sein. Tja, aber wenigstens kann man sich hier leicht entwickeln. Ja, Dortmund, ne, beim Fußball spielt heute gegen Nikosia. Die haben ja, glaube ich, in dem Hinspiel sozusagen nur unentschieden gespielt. Ja, das ist auch schon ein Hammer. Ja, ich erwarte hier den Springer C5 die ganze Zeit, der Abtausch von dieser Gurkenfigur. Ich habe aber hier, hätte ich jetzt vielleicht auch Springer A4, ja, das wäre hier vielleicht sogar ganz gut. Oh, na, es ist irgendwie, es ist dürftig, ne? Ich habe hier nicht wirklich viel. Bringen den mal nach D4, ja? Kann man vielleicht drohen, hier die Bauernstellung zu zerbröseln. Naja, gut, er ist wieder nach D8 zurück, das deckt F6. Also hier diese sicherlich zunächst einmal nicht so tolle Stellung hat er hier gut verteidigt, Thomas. Ja, wie spielen wir das? Ich würde ihm ja gerne hier auf F6 den Doppelbauern machen. Dame G5 ist zugegebenermaßen außerordentlich plump, aber ja, man kann auch mit plumpen Zügen manchmal gut abschneiden. So, kann ich Springer H4, F5 ziehen hier? Ist das möglich? Der Springer kann ja irgendwie nirgendwo richtig gut hin, ne? Wegen Matt auf G7. Und auf F5 steht der Springer natürlich stark. Vielleicht spielt er jetzt hier so H6 oder sowas. Ja, hätte man auch vorher schon genauer mal in Augenschein nehmen können, den Zug. Wenn ich jetzt Dame G3 spiele, ist Springer H5 natürlich eine Option. Gut, ich könnte nach F5 gehen, ne? Aber dann kann er D5 auch schlagen. Kann auch nach D2 zurückgehen und dann Springer F5 probieren. Macht das mal, ja. Das ist nicht so ganz so klar, ob das jetzt gut ist. Also mir zumindest ist nicht klar. Springer D5, ne? Springer D5 sollte Schwarz jetzt machen, denke ich. Oh, Moment, mir fällt gerade auf, ich könnte eventuell da Springer D5 sogar Läufer G7 spielen. König G7, Springer F5 und Läufer G7. Oh, wow. Okay. Dann nehme ich den mal. Und jetzt habe ich leider auch nichts Tolles. Tja. Gut verteidigt hier von Thomas, ja. Ganz klar. Ich bin immer noch so ein bisschen am Drücker, aber es ist nicht irgendwie toll. Ich sichere mal den A-Bauern und guck mal von hier aus. Vielleicht so, ne? B5 angucken, F5 angucken. Ein bisschen mehr Aktivität habe ich. Aber oh, jetzt Dame E7, wäre sehr stilecht. Im Staubsauger-Stil. Ne, macht er nicht. Okay, dann gehen wir mal zurück, dass die Dame dann irgendwie reinkommt. Tja, das hat er eingestellt. Bis dahin hat er super verteidigt. Matthias Blüger ist das größte deutsche Talent seit Jahren oder Jahrzehnten. Oh, das kann ich nicht beurteilen, was wir da noch so alles so an Leuten hatten, vielleicht, die dann doch nichts, dann doch Schach nicht weiter verfolgt haben. Kann ich nur schwer kommentieren, aber soweit ich das weiß, ist Blüger mir auch kein Profi oder will gar nicht Profi werden. Und da kannst du noch so viel Talent haben. Wird dann da bleiben, wo er ist, wahrscheinlich mit dem Rating. Was ja nicht schlecht ist, ja, ich will es gar nicht schlecht reden, aber wenn man dann auch noch, wenn er den regulären Beruf anstrebt, dann hat das alles seine Beschränkungen. So, gegen Eagon spielen wir hier. Und Eagon möchte einen holländisch Leningrader spielen. So, okay, mit Springer C6 kommt er hier angelatscht und möchte den Springer erstmal auf A5 schlecht stellen. So eine ähnliche Stellung hatte ich schon mal auf dem Brett gegen Großmeister Reindermann aus den Niederlanden. Da habe ich leider eine sehr gute Stellung nicht verwertet. Der Springer steht auf A5 auch nicht gut, muss man sagen. Aber es ist halt kompliziert, ne? Es ist eine komplizierte Stellung. So, nehme ich jetzt hier oder nicht? Kompliziert. Naja, ohne C4 komme ich hier nicht aus. Sag ich mal so platt. Tja, was kommt jetzt? So, vielleicht er bereitet irgend so eine Art D5 vor, ne? Also ich nehme, wenn ich nehme, Springer D2 oder kommt D5. Ich habe dann C3, glaube ich. So, hier, dann will er jetzt nehmen, oder was? C5 ist vielleicht ein Zug. Ist immer eine irgendwie komplizierte Stellung. Ja, wenn Niklas Huschenbeet da gewinnt, hat er 4 aus 4 und nur Graupen gehabt. Ja gut, das ist ja egal. Ich meine, der spielt ja nur für die Elo-Zahl und die ersten Preise mit. Also er braucht ja keine Norm oder irgendwas. Das Problem ist, also das Turnier ist super. Es ist nur zum GM-Norm-Spielen ist das extrem schwierig, finde ich jetzt. Klar haben das schon Leute geschafft. Ne? Sebastian Siebrecht zum Beispiel, mehr als einmal auf dem Weg zu seinem Titel oder... Dieter Morawitz, ne, den kennen viele aus NRW sicherlich gut. Der hatte auch eine GM-Norm geschafft, aber also ich fand das brutal schwer. Ich hatte eigentlich auch ein bisschen Auslosungspech, muss ich sagen, mit den in Runde 4 da mit 3er Punkten und dann spielt man gegen so ein 2-1-50 oder sowas. So. So, ich habe im Moment einen Bauern weniger, aber werde hier sicherlich ein bisschen was kriegen. Ne? Krieg ja irgendwie hier Zeug zurück. E4 bekomme ich sowieso. Ja, und der Rest ist dann natürlich auch eher schwach. Ja, aber diese Stellungen sind notorisch trickreich. Dieter Morawitz, den ich eben erwähnt habe, aus Köln. Also der spielt zumindest ewig für Köln. Ich weiß jetzt nicht, ob er woanders wohnt oder so. Ja, so den E4 habe ich jetzt schon mal zurückbekommen. Und jetzt hängt E6 und B7. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Wobei eigentlich kann man streichen, Weiß steht hier hervorragend, aber muss man erst gewinnen. Ne? So, was ist denn mit diesem Zug? Da hätte ich jetzt auch den noch auf Lager. Tja, dieser Turm ist nicht stark. Das ist Tempo und dann nehme ich auf F8. Ja, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht wirklich gut aus, aber ich bin kein besonderer Freund hier von diesem Aufbau, den Schwarz hier gewählt hat, mit Springer C6 und so. Also das kann ich irgendwie... Das kann ich mit meinem Schachgefühl nicht vereinbaren, dass man den Springer da an den Rand stellt und ja, irgendwie ist das merkwürdig. So, okay, also D6. Wie gewinnt man denn das Ganze jetzt hier? Mit Turm E7 wahrscheinlich irgendwie, ne? Jo, kann er nicht nehmen. Und wenn er den nicht nehmen kann, ist das doof. Zack. Und dann Turm F7. Ne? Er muss jetzt die Dame ziehen und dann Dame D4 Schach. Ja, danke für die Partie, Eagon. So. Harz 4. Na gut. Spielen wir gegen. Habe ich gedrückt? Habe ich nicht gedrückt? Offenbar habe ich nicht gedrückt. Das ist natürlich ein Nutzername, ne, der vielfache Interpretation zulässt. Ne? Könnte auch Angst vor dem Harz haben, ne? Der zwar ohne T geschrieben wird, aber wer weiß, ne? Wäre auch mal was, ne? Vor so einem Wald Angst haben. So, was heißt Wald? Ne? Wald ist ein hartes Wort, ne? Für den Harz, aber ich glaube, ich schaue, was ich meine. So, okay, ich habe hier mal Königsindisch ausgepackt. Nicht unbedingt meine Standarderöffnung, aber war das auch mal vor 20 Jahren, als man noch jung und dynamisch war. So. Na, auf jeden Fall spielt der Kollege ja erstmal ein paar schöne Theoriezüge hier aus dem Petrosian-System. Ja, Läufer H4 ist der Normalzug, aber Kramnik hat hier auch schon Läufer E3 gespielt, meine ich, ne? Das war doch die Partie gegen Nakamura. Ja, okay. Springer G4 muss ich... Nee, ich weiß schon, dass der Harz kein Wald ist, ja. Ist mehr so, was ist das, Mittelgebirge, ne? Ich war auch im Harz letztes Jahr. Aber manchmal redet man einfach Stuss, wenn man hier nur am Labern ist. So, okay, was kommt jetzt? Ne? Der Läufer ist angegriffen, den wird er wohl nach C2 oder D1 parken. Nee, weder C1 oder D2, so muss man sagen. Ja, jetzt kann ich den natürlich nehmen, ja. Könnte damit aber auch noch einen Zug warten, ne? Er kann ja nicht weg, ne? Also warte ich damit mal. Ja, also den schwarzfälligen Läufer im Königindisch abgeben ist eigentlich fast immer problematisch, weil auf den schwarzen Feldern einfach so viel los ist, ne? Mein Läufer hier auf G7 ist eine potenziell sehr starke Figur und Weiß sollte eigentlich immer seinen schwarzfälligen Läufer fast immer behalten. So, wie machen wir weiter? F4, G5, H5, G4 matt, ne? Das ist so der Höhlenmenschenansatz, aber oft auch stark. Tja, hier bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das dann schaffe, ne? Wenn ich jetzt hier ja, also ich entwickle mich erstmal vollständig. F4, glaube ich, ist hier gar nicht so toll, ne? Er zieht die Dame weg, klar, dann mache ich G5 und dann kommt vielleicht Springer H2 und ich schaffe nicht so ohne weiteres hier G4 oder sowas zu spielen. Es ist immer gut, wenn man sich Optionen offen lässt, ne? Nicht zu früh, zu stark sich zu etwas verpflichten. Das kann oft eine gute Idee sein. Und hier habe ich einfach mal Züge gemacht wie Läufer D7, die universell irgendwie nützlich sind. So, Dame H4 greift einfach mal E4 an, G3 stellt den Bauern weg. Tja, was soll er jetzt ziehen? Gar nicht so einfach. Ja, jetzt ist natürlich dieser Zug schon verführerischer. Ich mache den jetzt mal. Das ist fraglich, ne? Ich hätte auch nehmen können, ehrlich gesagt, weil er kann ja gar nicht zweimal schlagen, da F2 hängt. Das war wahrscheinlich objektiv stärker. Ja, das war stärker. Okay, ich bin trotzdem zufrieden mit der Stellung. Jetzt G3 kann ich mit dem Bauern gut schlagen. Interessant ist der Moment, wenn ich jetzt gleich wirklich G5 spielen sollte, dann würde G3 hier die Dame wirklich wegklemmen. Tja. Ich muss aber sagen, ich befürchte hier, dass diese Partie auf Zeit eher entschieden wird. So, er hat mir jetzt hier ein hübsches Feld gegeben auf D4. Das ist ein schönes Feld. Nichts wie ran. Ja, neben auf E4 war wahrscheinlich wirklich besser, ja. Das glaube ich auch. So, okay, komm, G5. G3 dachte ich jetzt, ich nehme raus und nehme dann auf F1. So, okay, den nehme ich erstmal weg und jetzt G4. So, jetzt wird es aber hier beängstigend für den Kollegen Hartz IV. So, vielleicht auch jetzt einfach G3. Das ist kein schlechter Zug. Aber auch nicht so toll, ne? Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Ich nehme jetzt den raus, dann spielt der Turm G1 und ja, so doll ist das alles gar nicht. Ich habe jetzt Läufer H6, F4, also bin jetzt hier nicht unzufrieden, aber so der absolute Bringer ist es jetzt nicht. Tja, auf jeden Fall habe ich auf Zeit gewonnen, Hartz IV, die Zeit überschritten. So, danke für die Partie. Wer ist denn hier noch so weiter unten in der Liste? Javier Sansa. Habe ich noch nicht gegen gespielt. Ja, ansonsten habe ich auch noch einen Tipp für die Zuseher, Hörer, die vielleicht nicht so weit weg von mir jetzt beheimatet sind. Okay, man kann auch von weiter weg kommen, aber trotzdem. Ich war am Samstag auf der Spielemesse in Essen, die jetzt mittlerweile natürlich vorbei ist. Die war am letzten Wochenende. Und ich wollte da nur mal eine Empfehlung aussprechen. Interessante Sache. Die Messe. Die Schachjugend NRW ist da wieder mit einem Stand vertreten gewesen. Auf dem Stand war ich dann auch und habe dort 1-Minuten-Blitzpartien am echten Brett gespielt. Hat viel Spaß gemacht. Wir hatten auch einige Zuschauer. War so ein bisschen eine Demonstration, ne, dass Schach auch wirklich ja, unmittelbar auch so richtig Action haben kann. Und ich denke, das ist eine ganz interessante Sache, ne, da mal vielleicht vorbeizuschauen im nächsten Jahr. Natürlich jetzt auch nicht nur wegen dem Stand der Schachjugend NRW, ne, sondern weil es natürlich auch so viel zu sehen gibt. Ich muss sagen, ich war leider an dem Tag, wo ich jetzt da war, nicht ganz gesund und war froh, dass ich dann irgendwo, ja, nachdem mein Job da sozusagen getan war, der wirklich viel Spaß gemacht hat, aber trotzdem, nachdem meine Aufgabe erledigt war, sagen wir es so, bin ich dann relativ schnell nach Hause. Also man muss ja schon ein bisschen Muße haben und ein bisschen Zeit haben, wenn man sich da so Spiele anschaut und ein bisschen stöbern will. Weil da werden ja ganz viele neue Brettspiele, Kartenspiele und ähnliches vorgestellt. Ne? Wir reden hier nicht von Computerspielen, sondern von Spielen, die ja eher, ne, auf dem Brett oder mit Karten oder so stattfinden. Also eine schöne Veranstaltung, sehr, sehr groß. Ne? Ich muss sagen, also war schon sehr, sehr viel auch, was man da gucken konnte. Und das Einzige, was ich persönlich ein bisschen fragwürdig fand, es gab halt auch so ja, logischerweise Getränkebuden und Imbissbuden und sowas. Und die Preise dafür waren wirklich fürstlich. Ne? Also da muss ich wirklich sagen, ich verstehe ja, dass man da mehr Geld nimmt, ne? Aber wirklich 4 Euro für eine Cola finde ich ein bisschen hart, ja. Vor allen Dingen, weil jetzt, wir reden ja hier nicht von einer, weiß ich nicht, ne, von einer Ausstellung für Golfzubehör oder so, ne, wo ich denke, die Klientel kann sich's leisten, ne. Ja, ne, also dann da den jugendlichen Kindern teilweise da 4 Euro für eine Cola abnehmen, finde ich ein bisschen frech. Aber ja, ansonsten eine schöne Sache. Man kann sich zur Not ja Getränke auch mitnehmen. So, Javier Sansa. Da sind wir jetzt hier in einer sehr geschlossenen Stellung gelandet. Und er macht jetzt hier die Kiste zu. Ja, das verstehe ich auch. Warum? Mein Läufer auf B7 sieht dann etwas merkwürdig aus. Ja, E5, ne? Ich überlege, ich glaube, ich mache das mal. Er wird den ziemlich sicher schlagen, aber dann wird wenigstens mein Läufer B7 wieder fit. D6 sieht ein bisschen schwach aus, aber da muss er erstmal Druck gegen entwickeln. Das wird jetzt nicht so einfach sein, glaube ich. Okay. Ja, es ist nicht schlimm, ne? Also muss man sagen, das ist jetzt nicht schlimm. Der D6 ist jetzt nicht so schwach. wie er vielleicht aussucht, wie er vielleicht aussieht. Ich könnte da jetzt die Qualität opfern, aber da bin ich jetzt so ein bisschen, da bin ich unsicher, ob das jetzt irgendwie was bringt. Ja, eher nicht, ne? Bringt eher nichts. Aber was spiele ich, wenn ich den nicht spiele? Naja, er droht halt Springer auch nach E4, ne? Also, es ist alles, wie gesagt, nicht so schlimm. Sollte das nicht... nicht zu sehr dramatisieren. Nee, das ist aber falsch, glaube ich. Das ist falsch. Weil jetzt kriege ich, selbst D4. Zumindest ist das nicht schlimm. Sagen wir es mal so rum. So, zack. Natürlich blöd. Dame D5 habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht berücksichtigt. Vorhinein. So, ich kann jetzt nicht Dame D7 spielen. Kann ich den spielen? Das sieht echt doof aus. Springer G5 kann ich nehmen, das macht gar nichts. Wenn er jetzt nicht unmittelbar meine etwas wackelige Stellung nutzen kann, dann stehe ich hier in Ordnung, aber... Ich habe das gar nicht... richtig verfolgt, da diese europäische Meisterschaft, Mannschaftsmeisterschaft. Wer spielt denn bei den Frauen? Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung. Ist nicht geguckt. Ich habe gesehen, die Männermannschaft ist gut aufgestellt, also die ist wirklich so, wie man sie aufstellen müsste. Mehr oder weniger. Man kann immer mal diskutieren, aber die sieht gut aus. So, er hat jetzt wirklich, er hat das jetzt hier geschafft, ne? So, Springer ist nach D5 gehüppelt. Schwierig, aber ist ja gut. Okay, Springer E7 ist aber nicht so schlimm. Habe ich übersehen, aber ist nicht so schlimm. Der Springer war so stark, da bleibe ich jetzt einigermaßen locker. Kann ich noch eine Quali geben. Aber die nimmt natürlich keiner raus, ne? Also ich würde sie nicht nehmen. Ja, vielleicht würde ich sie schon nehmen. Ich weiß nicht. Aber ist auf jeden Fall ein guter Showzug. Ja, es ist natürlich sehr hilfreich. Ich glaube, ich glaube echt, ich habe genug hier für das Material gehabt. Sehe nicht, wie er das so ohne weiteres nutzen will, das mehr Material, aber das ist natürlich sehr hilfreich. Wie ist denn die Damenmannschaft aufgestellt? Kann mir das jemand mal sagen? schätze. Elisabeth spielen alle, Elisabeth Peth, Sarah Holt und so. Eigentlich ist das eine sehr starke Mannschaft. Also Erster wird man damit jetzt nicht, aber ist schon stark. So, vielen Dank für die Partie, Javier Sansa. Okay. So, er ist hier noch alles BB19 oder BB19. So, okay, machen wir mal E5. Und wir bekommen einen Italiener aufs Brett gegen BB19. Ja, die D3-Italiener sind extrem populär. Ich habe irgendwie letztes Mal eine ganz bescheuerte Partie mit F5 verloren in so einer Stellung. Pelz, Heinemann, Holt, Lebuschkina. Das ist eine ziemlich gute Mannschaft eigentlich. Damit meine ich, könnte man auch, damit kann man Medaillen gewinnen eigentlich, normalerweise. Natürlich ist Georgien gut und Russland und sowas, aber so Dritter oder so kann man damit schon werden, wenn es mal läuft. So, unterdessen haben wir hier eine nicht so schrecklich spannende Partie, muss man sagen. Der Weiße hat das hier, wie die Amerikaner gerne sagen, close to the West gespielt. Ne? Was das genau heißt, kann man sich, wenn man dann so schon mal gesehen hat, wie Kartenspiele, ne, wie Kartenspiele im Fernsehen oder in Filmen gezeigt werden, ne? So mit den Karten, so close to the West. Ne? Tja, hier kann man nur ganz, ganz kleine Brötchen backen. Ich würde als Weiß ja irgendwann mal D4 ziehen, um mal ein bisschen was zu machen. Aber ich kann noch weniger tun. Ich nehme gleich mal raus und spiele D5, wenn er mir das erlaubt. So, jetzt macht er doch was. Ja, hier hat Weiß Hier hat Weiß leichten Vorteil. Ja, ich habe im Hintergrund praktisch nur Schach stehen. Ja, das kommt ungefähr hin. So, ist mein Stream eingefroren? Nee, doch nicht, oder? Ja, ich dachte im ersten Moment. So, wer ist im Moment eigentlich Bundestrainer? Ja, ich nicht, ne? Das weiß ich wohl. Ne, Dorian Rogozenko ist Bundestrainer. Die Dame nehme ich. Ja, das war natürlich jetzt ein plötzliches Ende, ne, nachdem eigentlich hier der Weiße gut gespielt hat. Well played. Okay, so. Aljechin. Ja, genau. Premium ist er auch. Dann hauen wir mal rein. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine so wirklich starke Meinung zur Aufstellung dieser Mannschaften, muss ich sagen. Ich glaube, das macht da so schrecklich viele Unterschiede, macht das ein oder andere auch nicht aus. Also bei der Herrenmannschaft, finde ich, ist das ja, so ähnlich hier aufgestellt, ja. Ja, ich weiß nicht genau, wie das mit der Personalie hier vom Jan aussieht. Der würde spielstärkemäßig da vielleicht auch noch reingehören, ja, aber ist natürlich kein aktiver Turnierspieler in dem Sinne, was immer auch noch ein bisschen ein Punkt ist für meine Begriffe. Aber okay, ja, ich kenne da keinen Hintergrund, gar nichts. Ja, das ist hier die Hauptvariante dieser Eröffnung, die dem Weißen hier die Göring, Gambit, Mittelgambit oder was auch immer Zähne zieht. Dame E2 jetzt, ne, kommt und dann erreichen wir dieses Endspiel. Dieses Endspiel, welches Ausgleich ist. Allerdings nicht unbedingt eine Stellung, die dem Gambit-Spieler jetzt so liegt. Ah, das ist ein Doppelangriff, ne? Oder? Greift H4 und D4 an, dann gewinne ich doch den Bauern. Blinder fragt, warum spielt eigentlich Heinemann? Also wir reden von der Damenmannschaft. Ja gut, also nach Spielstärke ist das eigentlich ein ziemlicher No-Brainer. Ne? Die hat um die 2,3 und ist 19, glaube ich. Ne? Also man will auch die Jugend immer fördern. Ne? Klar, Hannah-Marie Kleck könnte auch spielen. Die ist ähnlich. Hätte eine höhere Elo-Zahl sogar, glaube ich. Ne? Kann jetzt nicht beurteilen, wie die bisher gespielt haben. Ich habe da nichts gesehen. Ja? Also rein von der Aufstellung her finde ich die Damenmannschaft vollkommen okay. So, okay. Ich habe hier den D4 gewonnen. Das ist schön, aber die Partie ist natürlich noch nicht vorbei. Man muss hier immer noch präzise sein. Aber es ist natürlich bequem. Das ist ein Zug, da wäre ich ja jetzt nicht drauf gekommen gerade. Ja, man will ja immer jüngere Spieler aufstellen. Guckt in die Liste, ne? Also vielleicht war dann Kleck und Heinemann zu jung oder was? Keine Ahnung. Ist ja auch nicht immer gesagt, dass es ist auch nicht immer gesagt, dass immer alle auch können, ne? Also ja, ich meine, die sind ja alle keine Profis, ne, wo die sagen, okay, dann spielen sie halt, weil sie halt nichts anderes machen, sondern die sind ja alle, studieren ja alle oder machen Ausbildungen oder was auch immer oder arbeiten, ja. In dem Fall muss natürlich auch erstmal jeder können, ne? Da sagt man, warum spielt denn der nicht und die nicht und sonst was, aber vielleicht können die ja gar nicht, ne? Also so. Oh, er begradigt meine Bauern. Und jetzt tauscht er ab ins Bauernendspiel. Das ist ja sehr, sehr merkwürdig. Eine überraschende Herangehensweise hier vom Aljechin. Hm. Sollte doch jetzt eigentlich relativ einfach sein, diese Partie zu gewinnen. Bauern-Endspiel mit Bauer mehr. Ja, Andreas Heinemann wird da gerade im Chat erwähnt. Das ist wahrscheinlich der beste deutsche Spieler, den niemand so richtig kennt. Ne? Der ist wirklich sehr stark. Ich habe gegen den geblitzt bei der Deutschen Blitz-Einzelmeisterschaft und das war so mit Abstand die Partie, die ich chancenlos verloren habe. Also, obwohl da alles Mögliche ging, aber der hat alles gesehen und so weiter. Es war ja nur eine Blitzpartie, ne? Aber das fand ich, das war sehr stark. So, Aljechin, ja, warum gehst du ins Bauernendspiel mit einem Bauern weniger? Ist ja nett, ne? Kann ja mal passieren. Ja, solche Namen sind immer gut, ne? So, Kollege, dann hau rein. E4, so. Ich mache ja immer, jetzt müssen wir einer eigentlich, aber eigentlich, ne? Eigentlich. Eine Eichenverteidigung, nachdem ich eben schon gegen Aljechin gespielt habe, kann ich ja mal eine Eichenverteidigung hier zur Anwendung bringen. So. So, jetzt kann er nicht mit dem Läufer nehmen, oder? Weil C4 hängt. Und hier nehme ich doch D4 raus, oder nicht? Oder was? Hätte ich auch C4 nehmen können, ich Holzkopf. Oh Mann, was habe ich hier gemacht? C4 war ja doch noch ein bisschen einfacher, ne? Weil die Dame muss ja auch H6 decken. Ich habe einfach gar nicht mit Läuferschlägen gerechnet. Aber es geht trotzdem, zum Glück. Also nicht weiter schlimm. Allerdings war Springer jetzt C4 natürlich stärker. So, jetzt mal Wasser eingießen. Was macht der denn hier? Kollege, gibt mir hier alle Bauern. Das ist jede Eichenverteidigung. D4 und C4 werden eliminiert. Und zwar schnell. Wenn man immer so stehen würde, dann würden ja nur noch Eierchen spielen. Ne? So, also, jetzt nehmen wir erstmal den weg. Weil die Dame ja jetzt nicht schlagen kann, muss er mit dem Bauern nehmen. Und jetzt ist am einfachsten immer den verhaften und Turm C8 spielen. So, jetzt hat Schwarz einen Bauern mehr. Und die weiße Stellung sieht aus wie, naja, wollen wir den Schweizer Käse nicht so hart beleidigen, aber doch irgendwie schon. So, zack, für Turm C2. Hier sind wir natürlich voll zufrieden mit einem Abtausch. Mit einer Abtauschorgie, weil das Turmendspiel ist nun wirklich sehr angenehm. Wie viele Bauern habe ich mehr? Ich habe 3 Bauern sogar mehr. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte 2, aber 3 ist natürlich noch besser. Tja. Kann ja mal passieren, ne? Genau. Okay, Gustl 5. Oh, Gegenspiel. Tja, aber nicht so ein gefährliches. So, das war's für die Türme. Ich hätte auch gleich Turm E2 spielen können, aber der reicht auch. So, danke für die Partie. Kann ja mal passieren. Okay, so, wer ist denn hier noch am Start? Wir haben noch 10 Minuten, ja, für die Show hier. Wer ist hier noch da? Cicero, Bouvard. Habe ich noch nicht gegen gespielt, oder? Nee. So, okay, komm. Erstmal E4 aufschlagen und sehen, was passiert. Ich kann ja mal Springer C3 Primhof spielen. Das ist eigentlich nie vollkommen schlecht. Ja, hier gehe ich dann doch wieder ins stocksolide 4-Springer-Spiel über. Oh, das ist natürlich angenehm. Jetzt wird es noch angenehmer. Tja, der Springer hat kein Feld. Springer H5, G4, dann ist das Ding weg. C5. Ja, wohin gehen wir jetzt? Wenn ich nach C4 gehe, kommt D5. Tja, ich gehe mal hier hin. Tja, Springer H5, okay, ich gewinne jetzt nicht direkt die Figur, aber das hier ist auch nicht schlecht. Er kann jetzt einen Moment, wenn ich jetzt das nehme, Moment. Wenn ich jetzt lang rolliere, dann kommt Läufer G5, dann kriegt er einiges getauscht. Das möchte ich eigentlich nicht haben. Machen wir mal H4. Ja? F6 ist mit Sicherheit ein extrem riskanter Zug. Läufer C4 Schach und so, das sieht hart aus. Ja, also den habe ich eigentlich für unspielbar gehalten. Wegen Dame H3. Aber Moment einmal. Da wollen wir jetzt nochmal schauen. Ja, ist nicht der einzige, ne? Also tja, was soll jetzt kommen hier? Wenn der Läufer zieht, ist auf H7. Schicht im Schacht, wie man hier gerne sagt. Und was soll er ziehen? G5, ne? Da kommt aber Springer E4. Dann droht Läufer G5 und Springer F6 und alles Mögliche. Ja, und hier ist halt H7. Nicht mehr zu halten. Ja, die Partie dauerte nicht so lange. Danke für die Partie, Bouvard 91. Da kriegen wir vielleicht noch eine flotte 3-Minuten-Partie rein. So, wer hat denn hier 3 Minuten rausgefordert? Na, 3 Minuten. Ja, der gute Graf von Palen, aber den habe ich schon so oft gespielt. Haben wir noch eine andere 3-Minuten-Partie, die nehme ich dann gerne. Die schaffen wir nämlich, die passt genau, ja. Noch eine 3-Minuten-Herausforderung außer Graf von Palen. Wir spielen auch demnächst nochmal, aber wir haben schon 18 Partien. Ja. Panther Chess. Auch 5 Minuten. Irgendjemand noch? Ja gut, die Filzlaus hat direkt zugeschlagen hier. Da machen wir direkt. Zack, 3 Minuten. Mit Schwarz. Er spielt natürlich den, ne, wo C5 dann wirklich gut ist. Da sind die wieder Fragen, ja, die wenn man als Mann das Geschlecht wechselt, kann man dann bei den Frauen mitspielen. Ja, das geht wohl. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass vor einigen Jahren die deutsche Damenmeisterschaft von gewonnen wurde. Ich weiß fast den Namen nicht mehr. Also da lag auch ein Geschlechtswechsel vor. So, ich muss mal gucken. Ja, diese Partie ist 3 Minuten. Dass ich jetzt hier nicht allzu lahmarschig spiele. Ja, mein Gott, dieser Einschub, ne, von H4 und H5 ist eigentlich hier recht günstig normalerweise, finde ich, für Schwarz, weil Weiß doch größere Schwierigkeiten hat, hier zu rochieren. Er macht es trotzdem. Zack. Zack. Ja, mir war klar, dass ich das eben mit der Geschlechtsumwandlung irgendwie komisch ausgedrückt habe, aber das ist manchmal schwierig, wenn man hier gleichzeitig spielt und alles macht und so weiter, und dann will man es auch nicht irgendwie ganz merkwürdig ausdrücken, was ich wahrscheinlich nicht geschafft habe. So, eine Dreier machen wir noch, die war so schnell. Danke für die Partie, Filzlaus. Oh, E3 kommt. Halleluja. So, ich spiele sehr schnell. Ich habe die letzten Tage gelegentlich mal ein bisschen Bullet gespielt und da ist man dann ganz schnell im absoluten Zockmodus unterwegs, ja, wo man doch eigentlich einen Moment doch nachdenken kann. So, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt hier den Springer auf G5 postiert und da steht er doch eigentlich ganz gut. Was nicht so schön ist, ist hier der mangelnde Platz. Ich habe nicht so viel Raum in der Stellung. Da muss man ein bisschen schauen. Moment, nicht so schnell. Mal schauen, was der letzte Zug geändert hat. Und dieser Zug hat E4 plötzlich freigemacht. Da sollte man direkt zubeißen, um mal hier bei der Schlangenterminologie zu bleiben. Ja, das ist ja natürlich jetzt auch so, die Tante nehme ich auch. So, danke für Partie Cobra. Die gehen ja alle so schnell. Ja. So, ist jetzt noch eine 1-Minuten-Partie. Ja, die würde ich auch noch machen. Eine 1-Minuten-Partie. Die schaffen wir doch noch, oder? Eine Bullet-Partie. Kriegen wir die noch rein? Ist eigentlich schon halb. Hm. Na, vielleicht schaffen wir noch eine. Ja, danke auch für die Partie Cobra. So, wer ist schnell? Die erste 1-Minuten-Herausforderung wird angenommen und eben schnell durchgezockt. Tja, wie auf der Kirmes, ne? Wer ist als erster dran? Wer drückt zuerst? So, Cicero 28 hat zugeschlagen. Machen wir mal direkt hier geschmeidig C6 Primove. Okay, er spielt das hier gut. Das ist hier was, wo Weiß etwas am Drücker ist. Kann auch B7 schlagen, sicherlich. Oh, nicht so schön. Nicht so schön. Sehr gut gespielt hier bisher von Cicero. Weigert sich konsequent, irgendetwas falsch zu machen. Ich habe ja einfach was weniger. Einen Bauern weniger und keinerlei Kompensation. Er hat so ein bisschen schwache Grundreihe, aber ist jetzt nicht wirklich super relevant. Läufer H3. Machen wir mal. Ja, ich könnte jetzt die Tante da opfern, aber das bringt eigentlich nichts. G4 war ein guter Zug für ihn, hat er nicht gespielt. Ja, ich habe auf Zeit verloren. Ja, keine Ahnung. Ich habe hier aber Schwierigkeiten mit dem Bullet, ja. Irgendwie, man spielt ständig ganz schnell und verbraucht trotzdem eine Sekunde oder so. Ist ein bisschen komisch, ne? Guck mal, wenn man hier sieht, ne, bei mir der Zeitverbrauch, sieht ihr den überhaupt? Ne, sieht den gar nicht, ne? Immer eine halbe Sekunde und er hat immer nur 95, irgendwie ganz 95 Millisekunden, 77 Millisekunden, keine Ahnung. Jo! Ich darf nicht Tante sagen für die zur Dame, natürlich blöd. Ja, okay, so, also. Danke fürs Zusehen, Zuhören, Zuschauen hier in der deutschen Show. Es geht gleich weiter mit der englischen Show in 2 bis 3 Minuten, denke ich mal. Und ansonsten bis nächste Woche. Ciao.